Siehst du hässlich aus? Das sagt natürlich der zu mir oder die zu mir. Ist das ein Weibchen? Haben Das die ist eigentlich ein Geschlechter? Weibchen. Ja, sonst darf man sie Ja. nicht züchten. Ach, stimmt ja auch. Hallöchen. Willkommen zurück. Und das Ding habe ich bekommen. Vorübergehend. Wollt ihr das wirklich opfern? Okay, ich bin gespannt. Ich bin schon so lange kein Bloodstalker mehr rumgejumpelt. Aber ich muss ihm erstmal einen Namen geben. Den nenne ich. Alles, was du dir merken musst im Lunar, Leertaste und Steuerung. Steuerung gedrückt halten, Leertaste drücken. Also die Sprungtaste, okay. Ich habe ja keine Ja, Sprungtaste auf Leertaste. Sprungtaste natürlich bei dir. Die Leertaste ist die Taste, die ich am wenigsten nutze, nur wenn beim Schreiben, und die geht immer kaputt. ich gebe dir mal einen Namen und die heißt. Fühlt sich vernachlässigt. Irgendwas Gutes? Einen guten Namen? Natürlich. Ja, ich nenne den. Na komm schon, Dex. Du Was hast so denn? viele lustige Namen. Da kannst du dir wohl einmal eben ausdenken. Ja, einen. Aber die sind alle nicht geeignet für dieses Format. Doch, ich nenne ihn so. Ups. Oh, das passt sogar. So. Meine Rifle ist auch nicht da. Wo sind denn meine ganzen Sachen? Ich hab nichts genommen. Ich bin zufrieden. Okay. Am besten leveln auf. Gewicht und Leben. Okay. Okay. Springen und was hast du gesagt? Steuerung Shift? gedrückt halten zum Gleiten. Okay. Und leer springen für Boah, Butzeldreck hier weg, ey. ja, halte ich eher in den Schatten. Ja, wenn es schnell Essen runtergehen kriegen wir soll, alle dann dabei? Steuerung halt loslassen. Ja, habe ich. Ja, und ansonsten rechte Maustaste zum Fäden schießen und langziehen. Ja, gut. Ja, klar. Ach, was für ein Rifle. Geht Also doch. jetzt erstmal auf der Suche nach Wahl, ne? Würde ich sagen. Welche suchen? Ich würde ja, ich würde nichts unter 100, knapp unter 100 ist auch okay. Grundsätzlich, eigentlich brauche ich nur ein Baugerüst. 36. Und die meisten Wale habe ich gefunden Richtung Westen. Also einen sehe ich auch schon da hinten. Ja, der ist Level 36. Der da unten. Der landet gerade, ja. Der blaue, ne? Meine Farbwahl habe ich, Farbwunsch habe ich auch noch, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, genau der. Du bist ja da auch gerade in der Level Ecke, wo der rum 16. Lumi, einmal. den kannst du eigentlich mal kettensägen, wenn du willst. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den kaputt kriege. Meine Waffen dabei? Ich hab hier nur eine Armbrust dabei. Armbrust? Flinte? Hey, ich mach den kaputt. Aber der beißt mich. Was denkst du denn? Ja, aggressiv, die Viecher. Ich habe so lange das Ding hier nicht mehr genutzt. 40, 16. Ich Level brauche aus war erstmal alles mal kurz einen wieder Schatten. Wo hervorragend. ist denn hier die Oder Sonne? wie? Oh, ist das schon geil, mit dem Ding hier rumzugurken, ey. Bloodstalker ist im Lunabium halt wirklich das beste Transportmittel. Ja, Meiner Meinung absolut. nach besser als der Skiff, aber beim Skiff kannst du halt Sachen mitnehmen. Ja, gut, aber wenn die Levelverteilung so funktioniert, wie wir das hier gerade haben, Wir dass bauen den halt die jetzt ab. richtig gut auf Gewicht gelevelt werden können. Huch, wo will er denn jetzt hin? Ich habe hier einen, aber ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Weiß ich auch nicht. Sag das Level, dann werden wir das sagen. Ja. Leidest du hier bei mir, Dex? Level 16, ne? 16. Hängt eine 1 vorne dran, dann sehe mich die auch. Gerade nicht hin, da hinzukommen. Kann ich eigentlich von dem Bloodstalker aus mit der Kettensäge arbeiten? Ja. Sag Du mal, musst ein bisschen näher ran, als man denkt, aber ja, es müsste gehen. brutzelt ihr nicht weg? Doch, Wenn aber ich es geht. Ich habe näher. sehr viel Ausdauer, Oh, der ist Dingens. tot. Oh, der hast du gerade Was gekillt. für Ich wollte gerade sagen, hier ist Autokratie er, jetzt? Alter. Oh,
oder ganz unten ist noch einer, ein gelber, habt ihr den schon gesehen? Dürfte der 16er sein. 16 und 16. Wow! Also, gerade sehr viele 16er gibt es hier wirklich in rauen Massen. War nicht der richtige. Egal. Ich mach mal die beiden 16er hier weg. Da ist ein Rex. Den gelben habe ich jetzt auch gesehen da unten. Der ist auch Level 16, ja? Ich hab den nicht gesehen, das hat sich weggeportet, als ich ihn angucken wollte. Ich guck mir mal an. Er ist Level. Weiß ich nicht. Hat sie weggeportet. Wer ist da oben? Er ist noch bei mir. Hä? Der dran. Sausack, ach, da oben ist er. Ich habe einen getötet. Ja, einer ist hier noch. Aber erstmal muss ich gucken, dass ich von dem Rex hier wegkomme. So. Auch ein gelber. Level 76 der gelbe. Oh. Halt den mal im Hinterkopf. Ja, wenn wir nichts Besseres finden, nehmen wir den. Bist du bei mir genommen? Oder wie? Ich behalte den mal im Auge. Halt's auf dem Monitor. Ja, genau. Das, ich glaube, das Lunargebiet ist gar nicht so groß, ne? Eine Schlange gezogen. Es ist halt hat mehrere Ebenen. Ich wollte gerade sagen, von nach oben und unten. Ich wollte gerade sagen, es lebt von den Ebenen. Oh, da hatte ich die Federn aufgestellt. Hier ist irgendwo ein Rockwerk bei mir. Das ist schlecht. Ah, hinter mir ist ein Rockwerk. Uiuiui. Rockwerk? Oder meinst du einen Reaper? Reaper. Stimmt, das hilft einem hier ja auch, ne? Ich habe hier einen direkt vor meiner Nase und den sieht man mal wieder nicht. Der ist so nah. Oder ist das doch nicht nah? Das weiß ich 72. Irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe 72er gefunden, von dem ihr geredet habt. Das nee, meiner war 76, der gelbe. 76, ziemlich tief gelb. 40 blau. Oh. Ich habe einen 40er hier. Also ich habe einen 72er, der mit den richtigen Farben. Welche Farbe soll es denn sein? Orange. Aber das ist nicht, das ist sekundär. Darum kann ich mich später irgendwann mal kümmern. Orange. Ich finde dieses, so ein tiefes Orange, das sieht mit diesem Blitzerkram richtig schön aus. Ah doch, der Bloodstalker ist schon hier in dem Gebiet. Perfekt. Er hat so viele Steinchen, an denen man sich festhalten kann, wenn man möchte. Ja, man kann sich halt hier richtig fies schnell durch die Gegend fusseln. Fusseln passt perfekt, ja. Och nö, du beknackte Drohne. Ich hab mir gerade so ein 76 zum Hinhocken gesucht. 16 ganz hinten gelb. Ist einer, aber ich komme da, der ist zu weit weg, ich kann ihn nicht anvisieren. Ist der gelb? Ganz weit oben. Hm, weiß ich nicht, nein. Ich bin aber bei einem auch gelb, gelben, ja. Gelben 16er bin ich. 80er. In Orange. Wo hast du den jetzt gefunden? In der Ecke, glaube ich. Bin ich. Ja, ganz unten rechts in der Ecke. Und relativ nah am Boden, der wäre eigentlich gut. Unten rechts in der Ecke. Das ist so geil. Also nicht links, ne? Rechts. Ja, was? Ist das jetzt so schwer zu verstehen? Ja, wo ist denn links? Wo ist rechts? Hier auf dem Lunargebiet. Okay. Ungefähr vor den Koordinaten. Na, sagen wir. Aber der 80er willst du doch sowieso nicht, oder? Wenn wir nichts anderes ist die richtige heute? Farbe, es ist die richtige Farbe, er ist nah am Boden. Es wäre theoretisch Anfang. Ach, 16, okay. Meinetwegen können wir mit dem gerne anfangen. Bleibt mal bei dem und ihr könnt ja auf dem Weg hierher mal gucken, ob wir was Besseres finden. Also, ich sag euch mal eben die Koordinaten, ca. 47, 37. Relativ weit unten. Weil da ist so ein grüner Nibbel, grüner Nibbel. Ja, genau. Ah, da war ich doch gerade eben. Ja, es gibt da mehrere von. Unten rechts hast du gesagt, von der Karte her. Richtig. Der Wal steigt gerade wieder auf. Da ist noch ein anderer Wal bei. Ach, hier ganz unten ist auch einer. Beim Nebel, 16. Ein wow. Nebel, zwei Nebel, drei Nebel. Hier ist ein violetter Wal. Ja, ja, der ist 16, den wollte ich mal killen. Da hinten der ist 16, noch ein Nebel. Ich bin bei dir, Paul. Jetzt steigt er tatsächlich gerade wieder ein gutes Stück auf. Oh, hier ist wieder irgendwo ein Reaper. Ist er fast oben. Ist er wieder fast ganz oben. Jetzt geht er wieder runter.
kann ja nicht angreifen. Jetzt. Die Geräusche, die die machen. Die ist richtig groß und episch so. Ja, hier ist eine Steinbrücke. Ich stell mich da mal drauf und... Oh, da komme ich gar nicht hin. Okay. Trotzdem, ich bin direkt an der Kartengrenze. Okay. Exakt an der Kartengrenze. Oben oder unten war das jetzt? Ganz weit, gerade? Ganz weit oben oder ganz weit unten? Also wenn du ganz an die Kartengrenze gehst, an die Kartengrenze rechts, dann ist es die oberste Insel. Also ich sehe da nur einen bläulichen. Ja, der orangene ist gerade direkt auf der Insel. Immer noch von den Koordinaten halt. Ja, wenn ich mich hier hinstelle, ist es 50, 37. Insel, auf der ist so ein blauer, ist so ein grünes Dingsy. Wenn man weiter nach Norden guckt, sieht man so ein Metallteil, aber da ist man doch nicht. Ne, der Steine. Ist Level 40, der blaue da oben. Ach da, ich habe ihn gefunden. Wenn man den blauen Wal sieht, dann noch weiter. Ich geh da ganz oben ein. Auch wenn mit Orange. Ich geh doch einfach zu den Koordinaten. 15, was war? 50. Okay, und dann? 30. Also ich bin direkt dran. Ich okay, glaube, das ist der. Ich bin auch direkt nebenan, aber ich sehe ihn noch nicht. Er ist Level 80 und er ist Orange. Orange. Das ist heiß. Ich würde sagen, da wo ich gerade oben stand. Ah, ich sehe dich. Ja, ja, genau. Unten? Da wo ich jetzt stehe, stellen wir gleich einen Dexen hin. Wer da? Und dann ziehen wir die da gerade auf Dexen zu, dass Dex gut schießen kann. Also wenn ihr den blauen gefunden habt, der Level 40 ist, dann sehr viel tiefer. Du. Ich habe einen gefunden. Das müsste der sein. Der ist aber gelb. Also ich sehe den Bloodstalker, der am Hopsen ist. Ja, der spielt ganz an seinem Maul. Das sind zwei Stück. Oh, ist noch einer. Ganz unten orange, ja? Ja, 48 bin ich bei dem. Da kommt noch eine Spinne, glaube ich. Das ist. Ja, das bin ich gewesen. Ich habe gerade noch geguckt. Tatsache, das ist hier schon die Kartengrenze. Ach nee, ich lüge, der bildet mir das auch ein. Hey, Dex. Hallöchen. Das sind ganz viele. Übrigens, direkt da drüber ist noch ein gelber und ein bisschen weiter ist noch ein blauer. Direkt nebenan. Hier unten ist ein Rex mit lila Licht. Also. Ich sehe ihn gerade, wie er Gnomi jagt. Ach, die Brücke, ja, ich versuche den gerade irgendwo hinzubringen, wo er uns gleich nicht nervt. Also, Dex, ich habe folgenden Vorschlag. Du stellst dich gleich mit dem Mac hier hin, wo wir jetzt stehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Hier dürfte dir nichts auf den Keks gehen. Wir mit dem Bloodstalker locken die Dame an. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Du zähmst den ja. Er hat sich gemutet. Ich esse. Ach, hier Level 80. Ich hab ihn gefunden. Hörst du trotzdem zu? Ich hab ihn trotzdem zu, ja. Okay. Also, du erinnerst dich hoffentlich daran, du musst auf den Kopf schießen und nur auf den Kopf. Mhm. Und du darfst oft bei den Mac-Dingern auch möglichst nicht daneben schießen, das macht nämlich ganz schön Schaden. Also, wir ziehen den möglichst gerade auf dich zu und du schießt den möglichst gerade auf den Kopf. Nach Tests, die ich gemacht habe, reicht ein Schuss. Also schieß erstmal nur einmal. Wir gucken dann mit Helena, wie viel Topo das gemacht hat. Okay. So ist mein Vorschlag. Ob das jetzt im Endeffekt so funktioniert, ist jetzt eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist erstmal ein guter Ausgangspunkt. Hallo, wir sind alles Profis hier. Wo treffen wir uns? Achso, da ist die Spinne. Okay, danke. Ich schieß schon mit auf deine Gegnerchen, die dich da beißen. Du hast aber den Mac dabei, ne? Ja, natürlich. Wo treffen wir uns? Bei mir. Würde ich mich hier auspacken und die Rexe auspacken und dann Beschützer spielen. Ja. Sag mal, was hast Dexen, du denn? Einmal absteigen, einmal einpacken. Level 12. Jetzt habe ich ihn einmal ausgepackt und jetzt soll ich ihn wieder einpacken. Richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sagen Dexen, ich bin gleich tot. Zuschlagen. Ich bin gleich tot übrigens. Warum das? Wegen Kälte. Ich hab doch gesagt, zieh dir Winterkleidung an. Das bringt nichts. Achso, nee, stimmt, hier jetzt. Ich hatte gerade eben eine andere angezogen, weil wegen dem. Mein Fehler.
Ich hatte gerade eben die ganze Zeit in der im Hitzegebiet bin ich immer rumgejumpt. Hast du einen Soulball oder irgendwas dabei? Ich? Ja. Ja. Wie machen wir das nochmal? Komfort. So, hier. 5, da, das. Zack, Keuschheitsgürtel ist weg. Alter Schwede. Big Boy. Der bin aber relativ tief gerade rum hier, der Wal, ne? Ich hab dir erstmal 2 Munition reingetan. Denk dran, du musst ein bisschen aufladen lassen, was weiß ich, was kriegst du hin, kennst du ja. Der Schuss auf der linken, mit der linken Maustaste, ne? Der hat ja mehrere Modi, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ich habe den, glaube ich, auf der linken Maustaste genommen. Ja, oh, der ist gerade richtig schön da unten, ne? Ist das der da unten? Ja. Der orange, ne? Ja, ja. Der da unten gerade auf der Insel rumkratzt. Ja, genau. Den würde ich jetzt mal versuchen anzuziehen. Mal gucken. Niu. Man könnte auch einfach sich jetzt in Position bringen und ihm an den Kopf hauen, aber... Die Dinger drehen sich super schnell. Hi! Goldener Tech-Raptor. Nicht, dass er sich wegteleportiert. Das tun sie nur, wenn sie eigentlich nur, wenn sie zu wenig Leben haben. Ach, die stellt sich auch gerade an. Lass ihn mal bitte ganz gerade fliegen, weil der Ballermann weiß ja, der schießt ja ziemlich langsam. Der Schuss kommt ja ganz gemütlich auf den zugeflogen. Ja, aber zum Glück ist der Wal auch sehr gemütlich. Na, bist du hinter mir her? Ja, sie ist hinter mir her. Ah, oh, meine Hübsche. Und, aua, hier lang. Das sah jetzt mehr aus wie Tischtennis oder Federball. So hat sich auch beinahe angefühlt. Oh, direkt über uns ist doch ein Oranger. Direkt über uns. Der Welenskis? Das ist eventuell genau der. Nee, sind 2. Ich sehe nur einen. Ich sehe 2. Ja, war ich zu weit weg? Ich war zu weit weg. Welches Level hast du gesehen? Kim? Autsch. 80. Nee, der andere, da drüber. Was hat denn der für ein Level? Ach, da ganz da oben. Mhm. Tatsache, der ist auch orange. Ich geh mal gucken. Oh, der kommt gut. Der kommt gut. Sag mal, ich schießen darf, ja? Ja, ja. Du darfst schießen erstmal nur einmal. Oh Gott, der ist voll daneben. Doch, hat getroffen und hat nicht gereicht. Sag nochmal. Warte. 72, Männchen. Warte. Oh, das ist hat kein Torpo gemacht. Schieß nochmal. Ja, jetzt geht's gerade nicht. Jetzt treffe ich. Jetzt ist aber schon blutig. Halt, stopp, halt still. Er hat so eigenartig still. Ich kann sowieso betäubt. Nicht. Es betäubt. Sie ist betäubt. Okay. Der andere Schuss war. Der andere Schuss war ziemlich daneben. Den habe ich gerade voll versemmelt. Der hat sich nicht gesehen. Aber ich glaube nicht bei uns. Und das hier oben ist ein 72er Kerl. Ja, den können wir uns dann gleich drum kümmern. Ich mache hier gerade den Reaper-Tod, also. Das machst du gut, Pau. Ich habe nur kein Leuchtetier. Kannst du, willst du, brauchst du Hilfe? Oh Gott, hast du und der ist halt tot. Was tue ich? Oh Gott, Hilfe. Also, ich glaube, Matten brauchten die, ne? Ich habe da Matten erstmal reingetan. Seid vorsichtig wegen den Meteoren. Guckt ein bisschen nach oben. Ich habe noch. Ah, ich habe 2 Soulballs dabei. Okay. Ja, aber in unserem Gebiet ist gerade keine Meteoriten. Die sind mehr so in der Mitte. Ja. Ah, das mit dem Mac. Wenn ihr weiß sehen wollt und ihr habt die Möglichkeit für einen Mac, nehmt einen Mac. Ist easy, echt, mit dem Mac. Also ich habe gerade einmal, wie gesagt, voll versemmelt. Das war gerade, keine Ahnung, warum ich da daneben geschossen habe. Total also, daneben. Wenn es um Soulballs geht, ich habe auch noch 4 Stück. Sonst. Ich muss sagen, das sieht richtig episch aus. Der Mac da oben mit der Kanone gezielt. Ja, ich würde gerade dahin, aber ich komme nicht dahin. Ich würde gerne, ich mache mal ein Foto davon. Ja. Guck mal von mir aus, wo ich, wenn ihr mich seht, könnt ihr mal bei mir gucken. Komm. Dex, wenn dich die grüne Outline stört von dem Mac, dann kannst du das auch ausstellen in den Einstellungen von Bloodstalker. Du kannst dich gleich übrigens auch auf den Wal draufstellen für ein Foto. Irgendwie hänge ich hier ganz komisch. Ich weiß nicht, was der tut. Okay. So, von hier aus kann man ein schönes Foto machen. Ich finde das von hier unten sehr episch. Wo bist du? Ah, da! Ja, aber dann schwebt das Schwert so. Wie das aussieht mit dem Wal halt. Wir sind ja schon ein bisschen zügig unterwegs, ne? Wer, die Wale? Ja. Ah,
Das kommt drauf an. Kommen einem sehr langsam vor. Ich glaube, er hat einmal gegessen. Sie hat einmal gegessen und 28%. Was gibt man denen nochmal? Ich hab's vergessen. Matten. Also ich habe ihm jetzt Matten gegeben. Lammfleisch. Ich weiß nicht, am Berges, die geben am Berges. Also gehe ich mal nicht davon aus, dass es besser ist. Nee, am Berges ist doch das Babyfutter für die... Managa? Nicht Managa. Ja, weil am Berges ist doch Kotze, oder nicht von denen, oder Kacke? Kotze. Von denen? Ja. Ich glaube nicht, ja, dass theoretisch. Machen Koalas auch? Ich baue immer noch Meteoriten. Von da unten sieht das cool aus? Ja, es geht. Ich finde es von da oben besser. Verstehe, dass du die zur Bewaffnung brauchst. Oh, leck das gerade hier. Warum leckt denn das so ultra? Apropos, wir Sattel sollten vielleicht, sollte ich dann vielleicht auch nochmal lernen. Irgendwas. Man kann den Sattel ja herstellen. Dann. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, du kannst den durch Missionen kriegen. Irgendwas macht er gerade falsch bei mir. Der macht gerade Screenshots und ich mache keine Screenshots. Die ganze Zeit macht er Screenshots. Warum macht er so viele Screenshots? Hängt vielleicht die F12-Taste? Ich habe die F. Ist bei mir auf die F12-Taste. Da der hängt deine Screenshot-Taste. Hä? Der macht ganze Zeit Screenshots. Ist egal, wo ich hingucke. Hä? Das scheint wirklich irgendeine. Also, ich sag mal nicht unbedingt, dass die Taste mechanisch hängt, aber eventuell ist da irgendwas. Escape. Auf der Input-Seite hängen geblieben. Brutal, der macht gerade Screenshots ohne Ende, deswegen leckt es auch gerade bei mir. Was macht der? Liebe Zuschauer, ich die Aufnahme, haben Sie einen... weil kein Speicher mehr. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, während Dex dir schaut für Zeit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Zeitraffer. Immerhin kann er dann aus den ganzen Screenshots das die Folge zusammensetzen. Ja. Hab ich noch nie gehabt, sowas. Was ist das denn für ein Quark? Das ist dann Arc in Stop-Motion oder was? Mhm. Hat doch auch was. Ein Frame kein Gear, ein nächster Frame Gear. Ja. Okay, hat aufgehört. Ich bin ins Menü gegangen. Meine Herde. Ja, so habe ich jetzt 2000 Screenshots nur von hier unten gemacht. Alles nur vom Stein. Vom Felsen hier unten. Ich habe ja ganz auf den Felsen geguckt. Weil es so schön ist. Der Felsen. Da ist der andere Orange. Der war Level 72, hast du gesagt gehabt, ne? 73 und ein Kerl und ich bin gerade bei 50, 32, 50, 33, sowas. Und relativ weit unten. In der Nähe von so einem grünen Nebel. Der schwarz-orange da hinten, habt ihr den schon geguckt, welches Level da ist? Welcher? Direkt, den sieht man direkt da auch, wo der andere unser liegt. Der hier gerade absinkt? Ja. Das ist der, dem ich die ganze Zeit folge. Ah, so, das ist der Kerl, 72, okay. Ja, der ist jetzt unter der Insel. Hier hinten war noch einer, ich gehe mal ganz kurz gucken. Da war nämlich noch einer direkt hier bei uns. Da ist er, da unten. Oh, komm, du kleiner Schalingel, du. Der ist Level... Oh, Fernrohr bringt auf der Distanz nichts, ne? Wenn das der ist, der sich gerade den Bauch da unten kratzt, dann ist er 72. Auch ein 72er. Also wenn das der ist, der in Orange 12. sich gerade unter dem anderen den Bauch einer Insel gekratzt hat. Nee, hier ist noch hinter dem, ein bisschen weiter rechts vom Mac, ist da war auch noch ein blauer, aber der ist nur Level 12. Ach so. Guck mal den Mac nochmal zwei Kanonen rein. Zwei. Ja, lass doch jemand anders diesmal schießen. Ich bin raus. Ich bringe ihn nur um. Aua. Er kommt gerade übrigens zu euch, freiwillig. Ich sehe ihn. Können wir gleich machen, wenn das Weibchen gezähmt ist. Sag mal, Paul, mit deiner Armee an Rex. Was stehst du denn da auf dem Feld rum? Ich habe übrigens etwas sehr Wildes eben entdeckt. Was denn? Ein Stein mit Tentakeln. So dachte ich. Dachtest du?
Dann habe ich mich drangehängt, bin näher gekommen und auf einmal sprangen mir 6 Raptoren entgegen. Ja, das kann passieren. Das kommt ziemlich nah, ne? Danach war der Stein auch nur noch halb so groß. Ja, man braucht ja für den Astrocetus den Beta-Boss. Bin dabei. Vielleicht hätten wir einen Popcorn-Dino mitnehmen sollen. Ja, es braucht noch einmal fressen, dann ist er fertig. Aber er hat nur noch 12% Effektivität. War aber mit einmal so, weil ich ihn einmal so schlecht getroffen habe. Ja, das war eigentlich vorher. Ich weiß nicht, warum so wenig. Ich bin in ihn reingeflogen. Ja, dann hat's Ping-Pong gemacht. Das war nicht Absicht. Ich wollte nur ein bisschen höher. Er ist gleich fertig. Dann können wir mit dem anderen weitermachen. Wenn ihr wollt, kann ich schießen. Verfolgt er mich? Nee, er verfolgt mich nicht. Okay. Ja, 4 Hunger noch, dann frisst der. Doch, er verfolgt mich. What the hell war das? Zumindest bilde ich mir das gerade ein. Du kannst dich in unsere Richtung bewegen. Hast du schon geschossen? Sie ist fertig, sie ist eingepackt, sie ist... Mist, jetzt hängt das. Moment. Was sind das für komische Geräusche? Ich bin gerade noch nicht. Pau, schießt du da unten irgendwie? Was? Schießt du? Nein, ich doch nicht. Ich bin gerade am Mac vorbeigehopft. Kommt jetzt von oben. Oh oh. Warte, ich geh in den Mac, ich geh in den Mac. Ich wollte eigentlich noch die Tasche holen von dem, Astro. Von dem anderen Astrocetus, aber. Mit der Sicht gerade? In welche Richtung daneben. Geht der denn? Könnt ihr die nochmal ziehen? Ich weiß nicht, ob er mir noch hinterher eiert. Seid vorsichtig wegen dem grünen Zeugs. Denk dran, das macht sehr böse sehr viel Schaden. Muss er direkt auf mich zufliegen oder? Er muss direkt auf mich zufliegen. Jetzt müsste ich eigentlich runter, aber aktiv absinken ist irgendwie nicht. Nee. Nee, das war nicht gut. Also neuer Anflug. Einmal beißen, dann... Wo ist er denn jetzt? Na, er ist über dir. Ich glaube, er dreht auch gerade ab. Ich bin auch der Mann, der folgt mir noch. Zumindest hatte ich das Gefühl eben noch. Ja. Na, jetzt vielleicht nicht mehr. Kann ich vielleicht? Also ich kann mal hier mit der ganz normalen Waffe schießen. Aber jetzt muss ich aber anders positionieren. Aber das hat ja keinen Einfluss, das ist ja wie ein Golem. Nicht so viel Schaden machen! Oh. Na, mal gucken, wie das ist. Nee, du kannst mit jeglicher Waffe... Ich hab dann mit Pfeilen getötet. Oh doch, du hast ihn platt gemacht. Also wie... Nee, oder? Doch. Ich hab ihn betäubt. Du hast ihn betäubt. Hat doch geklappt. Ja. Sehr gut, Dex. Ich hab mit der Shotgun jetzt nur geschossen, aber die war ja gelb, hab ich ganz vergessen. Ach so, stimmt, Dex, wir haben eine hellblaue Shotgun für dich. Oh. Das wollte ich da nicht reintun. So, und jetzt muss ich an diesen dämlich andere Tasche rankommen. Hier wäre noch ein 76er Männchen. Hm, das ist der gelbe. Gelb, ja. Da man die Dinger eh nicht züchten kann, ist das nicht so schlimm. Haben wir. Doch, können wir ja, doch. Kann man mitnehmen. Ich habe noch genug Munition. Wir können ja erstmal rumfliegen. Vielleicht finden wir jetzt noch. Jetzt haben wir ja erstmal ein Pärchen. Vielleicht finden wir noch was über 100. Guck mal, da hinten, da sind. Zwei. Noch zwei. Aber die Ecke ist eigentlich ganz gut. Hier kann uns nichts in die Quere kommen. Ja. Zumindest nicht zu euch ran da oben. Eben. Da, wo ich das getestet hatte im Singleplayer, und die ganze Zeit Rex rumgelaufen. Und die kamen auch an die Wale ran, das wäre doof. So. Ja, gut, das kann man hier vermeiden. Ich mache mal für diese Folge schon mal Schluss. Wir haben ja jetzt eigentlich anderthalb oder zwei gezähmt. Der andere wird jetzt auch bald gezähmt sein. Ja. Andere Männchen können wir durchaus mitnehmen, ja, für die Stats. Nehmen wir den nächsten in der nächsten Folge mit. Bis dann. Okay. Tudelü.